Firma Harting und Smart Factory, wie passt das zusammen? Die Firma Harting engagiert sich sehr, sehr stark im Bereich der Industrie 4.0. Ja. Und die Smart Factory ist der innovative Verein, um das Thema Industrie 4.0 voranzubringen. Und hier im Konsortium der Smart Factory haben wir die Möglichkeit, neue Technologien zu erproben. Wir haben die Möglichkeit, auch mit Partnern Standards zu setzen, was ganz wesentlich ist für Smart Factories. Bevor man etwas als Standard etablieren kann, braucht man erstmal eine Lösung. Und demzufolge werden in den vielen Arbeitskreisen der Smart Factory mit an Lösungen gearbeitet. Und zwar wirklich unter unterschiedlichsten Herstellern. Die bringen ihre Kompetenz ein und es entsteht dann eine gemeinsame Lösung, die etabliert wird, die demonstriert wird, wie Sie es hier in unserem Demonstrator der Smart Factory sehen, und die dann auch in einen Standardisierungsprozess eingespeist wird. Und diese Standards fangen schon bei so simplen Dingen an, wie dass das Fließband hinter Ihnen auf der gleichen Höhe ist. Das sind schon so Dinge, auf die muss man sich erstmal einigen, bevor man zusammenarbeiten kann, oder? Ja, das ist sogar was ganz Entscheidendes, weil eine hochflexible Anlage zukünftig ist modular. Ja. Und diese einzelnen Module werden sozusagen gekapselt, man spricht dort auch von einer Verwaltungsschale, und bieten einen entsprechenden Service an, einen Produktionsservice. Und diese entsprechenden Services werden zusammengeschaltet und das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn die Schnittstellen funktionieren. Und Harting sieht sich in dem Zusammenhang als der Schnittstellen- und auch Steckverbinder-Experte. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn Sie Module aufbauen, brauchen Sie eine Verbindung zu den Lebensadern, zu Data, Signal and Power. Wir sprechen dort für ein Backbone, das die gesamte Smart Factory am Laufen hält. Wie macht man das? Wie sieht das dann aus? Das macht man in der Weise, dass jedes Modul eine Modulschnittstelle hat und diese Modulschnittstelle mit der Infrastruktur in Verbindung steht. Da sehen wir hier genau, wie dieses Backbone aufgebaut wurde. Und zwar mit entsprechenden smarten Connectivity-Lösungen von Harting. Smart ist dann hier drin? Smart ist hier drin. Sie sehen den klassischen Handsteckverbinder. Und Smart bedeutet hierbei, dass bei einer hochflexiblen Anlage durch den Anwender ein Austausch einzelner Module stattfinden kann. Das kann natürlich nur in einem Zustand erfolgen, in dem es auch sein darf, in dem zum Beispiel nicht produziert wird oder ein entsprechender sicherer Zustand eingeleitet wurde. Demzufolge hat hier diese Infrastrukturbox die Möglichkeit, genau den Anlagenzustand zu monitoren. Das heißt, wenn ich von einem Modul, das nicht von Harting kommt, zu dem Modul komme, das von Harting kommt, ist diese Box dafür da, dass sich die beiden Module auch verständigen können. Kann ich das so runterbrechen? Das können Sie so runterbrechen. Es geht sogar noch weiter. Es sind alle Module gleich angeschlossen. Und der Hahn-Modularsteckverbinder, der ist der Standard für die Smart Factory geworden. Und wir übertragen mit diesem Steckverbinder neben dem Ethernet auch die Power, aber auch zum Beispiel Druckluft und weitere Signale. Was bedeutet denn für die Firma Harting die Smart Factory? Ist das eher ein Platz, um sich auszuprobieren, oder ist das schon einen Schritt weiter? Da sich Harting als ein Enabler der Integrated Industry sieht, ist es ein Platz, um einfach mal auch als Spielwiese mit anderen Herstellern, auch Wettbewerbern, gemeinsam um die beste Lösung für die Industrie 4.0 zu ringen und sie dann auch gemeinschaftlich zu etablieren. Und wie zum Beispiel der Hahn-Steckverbinder, der Hahn-Modularsteckverbinder, ist universell an allen Modulen enthalten, also auch an Modulen entsprechender Wettbewerber, weil er sich als das Backbone der Smart Factory erwiesen hat. Und so haben wir die Möglichkeit, entsprechend Technologien weiterzuentwickeln, zu erproben und Standards zu setzen. Das klingt, als würde es das für die Zukunft wesentlich einfacher machen. Und für diese Zukunft wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Besten Dank. Dankeschön.